Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zum heutigen Video, zum kleinen kurzen Impuls. Ich schaue heute mal wieder mit dem Lenormand Kartendeck von der lieben Sabrina Reul, was heute gesagt werden darf. Eine Botschaft für den heutigen Tag. Ja, ich merke, da ist auf jeden Fall eine Botschaft drin, die raus möchte. Okay, vielen Dank. Ja, was steht heute an? Die Wege, du selber als Dame, als Hauptperson, die das Video hier schaut, die Lilie. Ja, es kann hier also sein, dass dementsprechend die Familie heute wichtig wird. Ein wichtiges Ereignis kann stattfinden, eine wichtige Entscheidung kann stattfinden. Vielleicht wird hier auch tatsächlich mit jemandem, den du auch als Familie bezeichnest, das kann tatsächlich auch ein Freund sein. Da wird eine Entscheidung getroffen und was geht hier in welche Richtung? Es geht in Richtung Fundament, Sicherheit. Es hat hier etwas mit dem Zuhause zu tun. Vielleicht tatsächlich hier auch die Verabredung zu einem Treffen oder tatsächlich auch wunderschöne Stunden, die heute ganz einfach zu Hause anstehen. Dennoch hast du hier tatsächlich noch ein wenig Gedankenkarussell. Vielleicht bist du zwiespältig, welche aktuellen Themen dich gerade beschäftigen. Einerseits ist dort die Familie, andererseits hast du vielleicht noch andere Themen, was Beruf oder Liebe sein könnte, wo du unklar bist, wie es dort weitergeht. Aber es geht hier definitiv weiter, die Entscheidung, auch in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf deinen Wunschpartner. Wenn du hier nach deinem Wunschpartner fragst, hier kommt eine Entscheidung in deine Richtung. Wie wird diese Entscheidung aussehen? Ja, es geht letztendlich nur Richtung Harmonie, Richtung Sexualität. Die Anziehungskraft kann sehr stark zwischen euch beiden sein. Hier wird ein neues Fundament geschaffen. Es ist schicksalshaft, dass ihr euch getroffen habt. Vielleicht sorgt dieses Karma-Thema noch für etwas Nervosität und Unruhe, aber Gespräche möchten kommen. Gespräche über ein Fundament miteinander und tatsächlich über ein mögliches Treffen, was hier zu Hause stattfinden kann und sehr leidenschaftlich wird. Gut, ich habe hier zum Schluss noch das Engel, das Antworten der Engel-Orakel. Das Engel der Liebe-Orakel ist ein anderes. Das kann ich ja ein anderes Mal nochmal wieder nutzen. Und du darfst dir jetzt eine Frage stellen und die Engel möchten dir hiermit jetzt eine Antwort geben. Eine Botschaft bitte, liebe Engel. Ich bitte euch hiermit um eine Botschaft für meine Zuschauer. Okay. Das sind ein paar viele Karten. Gut, dann nehme ich hier dementsprechend die Karten, die gefallen sind. Ich habe jetzt hier drei Karten. Entscheide du dich jetzt für eine der drei Karten und dann werde ich jetzt die Antworten zeigen. Botschaft Nummer 1. Es liegt ganz an dir. Ja, es liegt also ganz an dir, wie du dich hier entscheidest, ob du weiterhin im Gedankenkarussell stehen bleibst, ob hier tatsächlich ein positiver Fortschritt kommt. Es liegt ganz an dir, meine Liebe oder mein Lieber, wie du dich entscheidest. Botschaft Nummer 2, also die Karte in der Mitte. Nein. Nein heißt hier, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Nein, du solltest hier nicht in das Gedankenkarussell kommen. Nein, vielleicht ist diese Botschaft gerade nicht genau für dich. Wobei ich sage natürlich, hier ist immer eine wichtige Botschaft für dich dabei. Und hier aktuell, nein, noch ist nicht der richtige Zeitpunkt. Gut, die letzte Botschaft, das war die dritte Karte, die Karte links. Warten. Ja, hab noch ein wenig Geduld, hab Vertrauen. Hab Vertrauen in die Engel, dass hier Klarheit geschaffen wird. Es braucht noch etwas Zeit, bis man sich entscheiden kann, welchen Weg man gehen wird. Aber du bist es Wartens wert. Dieser Weg, ja, diese Harmonie ist des Wartens wert. Eine wunderschöne Botschaft. Gut, also die drei Botschaften nochmal auf einen Blick.
Das sind die Botschaften und mit diesen Karten, mit dieser Botschaft an sich wünsche ich euch heute einen wundervollen Tag. Genießt diesen Tag und alles, alles Liebe.